Am Samstag hat ein Flugzeug aus Frankfurt für Chaos am Flughafen von Ibiza gesorgt. Während des Fluges war alles wie geplant gelaufen, doch dann traten nach der Landung auf der spanischen Partyinsel erhebliche Schwierigkeiten auf. Der Webseite Aviation Hero zufolge platzten zwei Reifen des Lufthansa Airbus A321-100, als die Maschine den Boden berührte. Das auf den Flugverkehr spezialisierte Portal berichtete, dass das Flugzeug auf der Landebahn noch rund 2300 Meter weiterrollte, bis es schließlich zum Stehen kam. Der Flugbetrieb musste für über 4 Stunden eingestellt werden. Insgesamt wurden 14 ankommende Flüge nach Palma de Mallorca umgeleitet und konnten zunächst nicht auf Ibiza landen.